So, nachdem in der letzten Folge nicht viel passiert ist, machen wir diesmal gleich fulminant weiter mit Fallout. Und wir gucken erstmal, ob es hier noch irgend so eine Karawane vor der Stadt gibt. Und dann müssen wir wieder dorthin zurück, wo es keinen Wegpunkt hin gab. Und ein Yaogwai. Ich meine, das war schon tot, ich hab's schon gekillt, ja. Yaogwai-Fleisch ist immer noch viel wert. Hey, was ist denn dort hinten jetzt los? Ist da noch was? Der hatte wohl einen Haufen Schiss vor diesem einen Yaogwai. Und Crow war. Suchen Sie nach etwas Besonderem. Ich bin hier, weil ich kaufen Wenn will. Kleider wirklich Leute machen, kann Ihnen auf jeden Fall geholfen werden. Okay, der hat jetzt eine Menge Kampfrüstung und so dabei. Ach scheiße, die sind ganz schön. Also nicht teuer. Die sind nicht teuer. Also teuer sind sie nicht wirklich, aber schwer. Die sind ziemlich schwer. Ich wollte die jetzt eigentlich so als Reparaturersatz so mitnehmen, weil falls unsere eigene Kampfrüstung wieder im Arsch ist, damit wir unsere Rüstung be aufbessern können, aber die sind mir viel zu schwer. Bibliothek. Ne, von der Bibliothek aus gehen wir bitte nicht, ne? Da laufen wir, glaube ich, nur wieder irgendwelchen Talent-Söldnern in die Arme. Das wäre nicht so toll. So, jetzt müssen wir hier halt nochmal lang gehen, ne? Puh. Das war ja schon am Anfang so spannend und da ist gleich mal ein Haufen Schrott, über den wir, glaube ich, nicht drüber kommen, weil eine unsichtbare Mauer. Ja. Fein. Wenigstens gibt es hier keine Killerameisen mehr. Was heißt, dass es hier wieder mehr Raider geben wird in Zukunft, denke ich mir. Denn keine tödlichen Ameisen mehr Raider, die hier nach irgendwas suchen. Was ha! Scheinbar bin ich trotz Addons und veränderter INI-Datei von Fallout nicht vor Abstürzen bei der Aufnahme geschützt. Komisch. Ich hoffe mal, das häuft sich nicht. Also so ein Absturz pro Aufnahmesession, das war ich ja gewohnt. Aber danach soll es eigentlich ein Augenbot der Enklave. Wir wissen ja, wie wir mit denen verfahren. Komm her, du Scheißviech. Das haut vor uns ab, oder was? Komm her! Komm her, du Kackteil! Scheißteil. Kacke, dass von denen nie was übrig bleibt. Ich würde das Altmetall schon gerne nehmen. Diesmal wären hier, da ist wohl ein Ghoul drin in dieser verseuchten Suppe. Ah ja, da ist er schon. Ein Leuchtender sogar, ey. Das sieht man nicht alle Tage. Der will irgendwie nicht so richtig sterben. Danke, er ist tot. Ist unsere Waffe wirklich so im Arsch? Aber Leuchtende sind selten, das will ich mal sagen. Oh, ich glaube, der hat uns sogar zum Level abgeholfen. Yay! Wir stehen in der Strahlung. So, Level 13. 22 Fertigkeitspunkte können wir wieder verteilen. So, ich würde sagen, wir teilen es wieder. 11 auf kleine Waffen, 11 auf Medizin. Was kommen jetzt so irgendwie Hörspiele in Galaxy News Radio ist auch interessant. So, mal gucken, haben wir irgendwelche neuen Perks bekommen durch Dingense, dass die Addons zurzeit scheinbar noch nicht. Aber wir haben hier auf jeden Fall unten noch einige geile Sachen. Das wird noch interessant. So, was können wir denn noch? Nerdwut.
Ich habe jetzt letztens rausgefunden, dass Nerdwood doch gar nicht so toll ist, weil ich gelesen habe, dass man Gesundheit von weniger als 20% hat. Das habe ich überlesen. Ich dachte, das ist nur für die Schadensresistenz. Kannibale ist nicht so unser Ding. Robotikexperte klingt ganz gut gegen Roboter. Kommandogröße zählt. Bleimagen. Bleimagen wäre auch nicht schlecht, da wir ja doch relativ oft trinken aus verstrahlten Quellen. Deswegen nehme ich erstmal Bleimagen. Und dann, wenn wir auf dem nächsten Level noch keinen besseren Perk bekommen, nehme ich noch Robotik-Experte, weil Roboter, also ich meine Pokémon, uns doch auch noch öfters über den Weg laufen. Ich höre gerade gar nicht so richtig zu, was die hier in diesem komischen Hörspiel quatschen. Ah, guckt, letztens haben wir noch 2, 5 bekommen von dem Hydranten, aber wir sind trotzdem fast verstrahlt. Bah. Man könnte natürlich auch vor dem Trinken einfach einen Radix einwerfen, aber das wären dann wieder extra Kosten, die entstehen. So, hier ist gleich um die Ecke wieder das Raider-Teil, glaube ich. What the fuck? Oh nein, die Schreie eines Kindes! Also ich glaube, das ist neu mit dem Addon, dieses komische Hörspiel hier. Warte mal, was ist das denn da drüben? Das sieht auf jeden Fall interessant aus und es sieht auch aus, als würde man da einen Wegpunkt holen können. Die Red Racer Fabrik. Okay. Wo? Da wurden wohl irgendwelche Dreiräder hergestellt. Vor dem Atomkrieg. Okay, hier unten sind Feinde. Aber wir sind bereit. Ich meine, wir sind Ödland-Messias. Hallo! Na, wie geht's euch? Nicht sehr gut, würde ich mal sagen. Na. Blutiger Tod. Ist einfach nur ein schöner Perk. Der Holzhammer. Nehmen wir mit. Wir könnten ja wieder mal mit Nahkampfwaffen vorgehen. Ah, diese Raider waren einfach nur lame. So, gibt's hier irgendwas Interessantes zu entdecken? Sieht nicht so aus. Aber hier in der Nähe ist, wie gesagt, die Markierung und das ist immer noch in dieser Station. Wahrscheinlich müssen wir da durch. Denke ich mal. Hier scheint auch ein Eingang mal gewesen zu sein. Ah, den haben sie zugeschüttet aus irgendeinem Grund, wer auch immer sich die Mühe macht. So, Bailey's Crossroads. Ein Quick Save. Wir schleichen mal ein wenig. Bis jetzt ist ja noch nichts verdächtig hier, ne? Bisschen zu ruhig schon für meinen Geschmack. Verkaufsautomat. Nuka-Cola drin. Nehmen wir mit. Der Nuka-Cola gibt einen gewissen Kick. Das gewisse Kribbeln. Wisst ihr, durch die Strahlung und so. Ich finde, wir sollten was anderes als unsere Kampfflinte nehmen. Ich sehe es nicht so gerne, wenn mir irgend so eine kaputte Waffe unten... Komm, Holzhammer. Wir gehen jetzt gegen den nächsten Gegner im Nahkampf vor. Auf das will daran verrecken und... Ich hätte vielleicht lieber das Trennmesser nehmen sollen. Ich spüre den nächsten Gegner. Ob es an der Wahrnehmung liegt? Und es hat uns auch entdeckt. Ach so, ist ein Ghoul. Hallo! Streunender wilder Ghoul. Stirb. Noch einer. Hi-ja! Weg war der Ghoul. Ich habe ihm auf den Kopf gehauen und er hat ein Bein verloren. Das macht Sinn. Der Psycho dabei und der Ghoul hat Kronkorken dabei. Ja. Gut. Fein. Koffer mit Stange Zigaretten. Immer nützlich zum Verkaufen. Whisky. Eine Registrierkasse mit Vorkriegsgeld. Das sollte man immer mitnehmen. Wiegt nichts, ist was wert. Hier sieht es schon irgendwie verdächtig aus. Guck mal, hier liegt ganz viel Krempel rum.
Wir könnten ja, das mache ich irgendwie ziemlich wenig, das Pip-Boy-Licht anmachen. Aber es gibt auch einen Malus auf Schleichen. Weil die Gegner vielleicht das Licht schon sehen. Ich glaube, da hinten ist verstrahlt. Da sind so Strahlenpilze, glaube ich. Die sind so grün. Scheinbar nicht, aber es gibt eine Menge schmutziges Wasser hier. Ach, die Ghule, die haben sich schmutzig gesoffen. Also zu Ghulen gesoffen, sozusagen. Auch gut. Mal wissen wollen, wie das geht. Ich glaube, wir haben so das Lager eines Zigarettenproduktfirma-Mitarbeiters gefunden. Die liegen einige rum. Jetzt habe ich eine dumme Whiskyflasche aufgehoben. Truhe. Wein. Wer braucht sowas denn? Eine abgesägte Schrot. Aber Patronen für die Schrot. Das ist gut. Die abgesägte Schrot ist auch nur Müll, wenn man eine Kampfflinte hat. Aber unsere Kampfflinte ist ziemlich im Arsch. Die abgesägte Schrot ist einfach Kacke. Niemand benutzt die abgesägte Schrot. So. Hatten wir diesen kleinen Toolbooth hier wieder ausgecheckt. Gehen wir mal weiter. Ich hoffe ja noch auf mehr Intermezzos mit Ghoulen. Aber bitte nichts mit Schusswaffen. Weil ich den Hammer gerade benutze. Ja. Selbst erklären. Wasserbrunnen. Wir sind sparsam. Wir leben autark. Obwohl eigentlich nicht. Wir leben nur von Sachen, die Umwelt uns gibt. Und okay, das sind freundliche Einheiten. Das ist wenigstens schon mal positiv, denn ich hätte jetzt nichts gegen irgendjemanden mit Powerrüstung oder so. Und einer Minigun. Supermutanten-Beast. Er braucht wohl Hilfe. Uah! Mann, bin ich euch nicht eine große Hilfe. Stinknormales Sturmgewehr. Komm, nehmen wir mal mit. So, die Basis der Ausgestoßenen finden ist unser nächster Punkt. Sollen wir hier wirklich den Ausgestoßenen helfen? Ich dachte, hier geht's zum Add-on. Vielleicht ist es nicht so schlau, auf Supermutanten mit dem Hammer drauf zu hauen. Besonders nicht auf Supermutanten-Biester. Alter, die Ausgestoßenen können mir auch ruhig mal helfen. Bam. Ja, das kann mein Hammer. Boah, die haben alle nur solche Hämmer. Aber wir haben doch schon einen Reparaturhammer. Da ist noch einer. Bam. Du wirst keine Chance haben, auf mich zu schießen. Doch, hat er. Doch. Tot. Oh, einige Ausgestoßene, die gefallen sind. Das heißt, ich kann ihr Zeug mitnehmen. I, Zentaur. Tot. Okay, nur noch einer ist über. Was machen wir hier überhaupt? Metrostation Bailey's Crossroads. Hier wollen wir hin, aus irgendeinem Grund. Ich glaube inzwischen weniger, dass das mit dem Addon zu tun hat, dass ich eigentlich es starten wollte. Wir nehmen mal die MP. Die haben wir lange nicht mehr benutzt und die ist im guten Zustand und wir haben Munition dafür. Oh. Was machst denn du dort? Ich glaube, das ist eh so ein unkillbarer NPC. Defender Morrill. Wir folgen dem einfach mal, der weiß bestimmt, wo es lang geht. Hier sind noch so Sachen, Mülltonnen, alles leer. Okay. So, Defender Morrill, wo... Herr der Supermutanten. Wir haben ihm auf jeden Fall mal seine Waffe entledigt. Das ist so ein stärkerer Supermutant, würde ich mal sagen. Oh, puh. Wir sind mitten in die Scheiße, in der Scheiße gelandet. Und hier ist auch noch Strahlung überall. Die Strahlenbelastung hat sich erhöht. Scheiße.
Aber der Typ hier macht schon alleine alles fertig, also ist das kein großes Problem. Mann, haben die eine Menge Miniguns dabei. Das sind wir schon fast bald wieder überladen. Alter, hier ist ein ganzer Bürokomplex. Und alles leer. Wir nehmen mal noch ein wenig Strahlung auf. Ja, genau deswegen trinken wir hier dran, um Strahlung aufzunehmen. Dann schmeißen wir mal ein bisschen Red Away ein. Wo haben wir es denn? Hier. Minus 121. So, wo sind jetzt die Supermutanten hin? Sind alle tot? Wo ist der Herr hin? Ich bin irgendwie vom Kampf abgekommen. Hallo? Nö, ich glaube, hier bin ich nicht. Hier kommt aber die Fenner Moral raus. Ich würde eigentlich gerne den Herrn looten. Die haben meistens doch ein paar Sachen dabei, oder? Würde ich denken. Ist auch schon mehr oder weniger wie ein Miniboss. Ist das der dort auf der Treppe? Wir gehen hier einfach mal lang. Boah, hier ist schon. Die Strahlung reicht hier so weit hoch. Das ist doch Kacke. Das ist eine gefährliche, tödliche Strahlung, sage ich euch. Hier gibt's aber auch wirklich gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass wir hier so einfach rüber. Ach, lassen wir es einfach. Wir werden noch mehr von denen begegnen. Und uns noch mehr verstrahlen lassen, ja. So, ho, 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 ho. Die Ausgestoßenen der Bruderschaft. So, was ist denn hier hinten Interessantes? Das sieht doch ganz cool aus. Ach, das ist ein Geschützturm. Ach, wir haben die Base scheinbar gefunden. Wenn das die Base ist. Und dieser Defender hier, der steht jetzt hier. Defender Moral. Hey, ich bin zufällig hereinspaziert. Wie es aussieht, könnt ihr Hilfe gebrauchen. Ich suche nur meinen Vater. Ja, ich habe ihr Funksignal aufgefangen und beschlossen, ihnen zu helfen. Ja, das ist das, was stimmt. Wie zum Teufel ist es Ihnen gelungen, mein Signal aufzufangen? Es wird auf keiner der üblichen Frequenzen gesendet. Oh, ich verstehe. Sie haben einen dieser Computer, die man am Handgelenk trägt. Sehr schön. Sehr schön. Das ist mein Pip-Boy 3000. Wollen Sie ihn sich ansehen? Ja, das gehört mir und bevor Sie mich fragen, nein, Sie können es nicht haben. Wen interessiert schon mein Pip-Boy? Ich bin hier, um herauszufinden, was vor sich geht, ja. Ist er nicht hübsch? Hören Sie, vielleicht könnten wir Ihre Hilfe gebrauchen. So jemanden wie Sie haben wir nämlich gesucht. Okay. Warum gehen Sie nicht rein und reden mit Protector McGraw? Ich sage ihm über Funk Bescheid, dass Sie kommen. Alles klar. Ich finde, die sind nett. Die scheinen sich für technischen Schnickschnack zu interessieren. Schachtel Zigaretten. Amateurfunkbox. Whatever. Werkzeugkasten. Altmetall. Wunderklee. Jetzt habe ich den Pümpel mitgenommen. Naja, scheiß Pümpel. So. Wir benutzen den Frachtaufzug, um nach unten zu kommen. Denn jetzt reden wir jetzt scheinbar mit irgendwelchen Anführern der Ausgestoßenen der Bruderschaft. Ich frage mich, was es mit denen auf sich hat. Bitte, was redet ihr hier über mich? Na schön. Ihre Waffe bleibt im Holster, Ihre Pfoten am Körper und Ihre Klappe geschlossen. Folgen Sie mir. Der klingt wie ein Ghoul. Ne, ernsthaft, der klingt wie ein Ghoul. Defender Sibley. Wie ein Ghoul. Wie ein Ghoul. So, wir sind hier in irgendwelchen ominösen Bauwerken, die schon so fast aussehen wie eine World, nur anders. Ich frage mich langsam wirklich, wie ich hier hingekommen bin. Was macht der dort? Ach, irgendwas rumschrauben. Okay, die scheinen technisch doch sehr versiert zu sein hier bei der Bruderschaft. Hier liegt auf jeden Fall ein Haufen Altmetall rum und es ist auch kein Diebstahl, das zu nehmen. Terpentin. Hier ist der Protektor. So wie Sie verlangt haben. Danke, Defender. Lassen Sie uns bitte einen Augenblick Zeit. Sir, ich sage es noch einmal. Diese Idee gefällt.
gefällt mir ganz und gar nicht. Verstanden, Defender. Das wäre alles. Jawohl, Sir. So. Sie wurden also von Morrill geschickt. Ja. Ich will mal ganz offen sein. Ich traue den Ödländern gerade weit genug, um mir meine Powerrüstung von ihnen putzen zu lassen. Und das ist schon viel. Okay. Aber dieser Computer da in ihrem Handgelenk. Morrill hat vollkommen recht. Vielleicht werden sie sich doch noch als nützlich erweisen. Okay. Intelligenz. Mein Pip-Boy macht mich also einzigartig und deswegen brauchen sie meine Hilfe. Wahrnehmung. Ich muss etwas haben, das sie haben wollen. Kommen wir also lieber gleich zur Sache. Ich hoffe, sie meinen nützlich im Sinne von hilfreich und nicht im Sinne von lecker. Klar, wer würde denn den mürrischen Kerlen in ihrer schrecklichen Rüstung nicht gerne helfen? Ich würde gerne helfen, vorausgesetzt, er springt, das ist ja Intelligenz. Ganz dumm sind sie also nicht. Das ist gut. Ich werde es einfach ausdrücken. Ich brauche sie und ich brauche ihren Computer da. Wenn sie mir helfen, werde ich ihnen helfen, soweit ich kann. Hm? Nicht jeder bekommt so ein Angebot von den Ausgestoßenen. Denken Sie also wirklich gründlich darüber nach. Okay. Gut, was soll ich denn tun? Ihr Jungs behandelt Außenstehende wie der letzte Dreck, bettelt aber trotzdem um Hilfe, das ist wirklich typisch. Falls Sie mir eine bezahlte Arbeit anbieten, bin ich dabei. Worum geht's? Außenstehende, bla, spucken Sie schon aus, ja. Die Basis enthält vermutlich wertvolle Geräte, aber wir kommen nicht dran. Das Waffenhaus hat eine Sicherheitstür, die wir nicht öffnen können. Okay. Wir sind ziemlich sicher, dass jeder, der das VR-Simulationsprogramm schafft, Zutritt erhält. Aber dazu brauchen wir eine spezielle Schnittstelle. Leider haben wir keine. Sie dagegen tragen eine an ihrem Handgelenk. Okay. Sie müssen in den Simulator und das Programm absolvieren. Ist doch das Addon. Dadurch wird das Waffenhaus entriegelt. Wenn Sie das tun, kriegen Sie einen Teil des Geräts. Okay. Simulation, reden wir von etwa von einer Computersimulation? Was wird denn da simuliert? Die Befreiung von Anchorage, Alaska aus der Hand chinesischer Kommunisten. Laut Kommunisten? Lehrten ein Schlüsselereignis in der Geschichte der USA. Ich will Sie nicht belügen. Das ist ein Kampfeinsatz mit deaktivierten Sicherheitsprotokollen. Was bedeutet, dass Sie in der Simulation sterben werden. Da Sie noch zuhören, nehme ich an, dass Sie Interesse haben, aber die Zeit drängt. Sibley bringt Sie zum Pod. Olin führt die Einsatzbesprechung durch. Falls Sie weg wollen, nur zu. Meine Männer werden Sie nicht daran hindern. Falls Sie helfen wollen, prima. Falls nicht, gehen Sie mir aus dem Weg. Das ist auf jeden Fall das Addon, was hier besprochen wird, diese Simulation, Operation Anchorage. Ich find's schon mal geil, dass wir Kommunisten abknallen dürfen. Ja. Das ist das, was mich hier interessiert, Kommunisten abknallen. Wir nehmen aber mal das ganze Altmetall mit, das können wir gut in Kronkorken umsetzen. Noch jemand von diesen Einheimischen? Hören Sie auf! Was denn, es ist doch nicht verboten. Dann solltet ihr am besten Diebstahl hier dran schreiben, wenn ich es nicht mitnehmen sollte. Schlange, Zigaretten. Altmetall, elektrischer Leiter. Fein, fein. Altmetall. Noch mehr Zigaretten. Oh, hier können wir noch was hacken. Aber dafür, dass es sehr leicht verschlossen ist, gebt ihr euch ganz schön als Computerexperten aus, ne? Ich meine, ihr erzählt hier irgendwas von einer Simulation und einer Schnittstelle und Kram, aber ja, kann nicht mal ein besseres. Neueste Berichte. Ja. Oh Gott. Nach einigen weiteren Tagen voller Änderungen läuft die Simulation wieder. Chase treibt alle bis zur Erschöpfung an und nimmt gelegentlich kleine Anpassungen vor. Die Simulation weicht ohne jeden Zweifel von der Realität ab. Ich habe die geheimen Militärberichte nie gesehen, aber einige der Sachen, die Chase zur Simulation hinzugefügt hat, so kann das damals unmöglich gewesen sein. Version 7.36.99 wurde verworfen, nachdem Chase meinte, dass sein Gesicht einfach nicht richtig aussah. Ich weiß, dass so etwas nicht in Fortschrittsberichten zu suchen hat, aber viele machen sich Sorgen, dass der Mann den Verstand verliert. Keiner stellt ihn deswegen zur Rede, weil alle Angst haben. Nachdem Westtech aus dem Netz verschwand, wurden Gerüchte darüber laut, dass das Militär private Lieferanten übernommen hat und niemand will Chase einen Grund dazu geben, das hier ebenfalls zu tun. Was hat es denn für einen Zweck, diese Simulation immer wieder laufen zu lassen? Alle taktischen Daten wurden bereits vor Monaten extrahiert.
Ich glaube, das lese ich erstmal im nächsten Part weiter, so wir sehen uns, wenn wir dann endlich ins Add-on einsteigen. Yay!